Herzlich willkommen zurück. Krass. Ich bin jetzt erschrocken, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Im Chat steht, ich dachte, Gregor muss arbeiten. Ja, eigentlich muss ich arbeiten mit Simon gemeinsam. Jetzt habe ich schon ein bisschen Arbeit erledigt zwischendurch drin. Deshalb können wir uns das jedenfalls noch gemeinsam hier geben. Hier werden im Hintergrund werden Sendungen besprochen und das Spiel. Also das, parallel. Ja, parallel. Ja. Ihr seid definitiv multitaskingfähig. Aber ihr habt doch auch schon einen Plan. Ja, ja, richtig. Wir haben uns einen ganz diabolischen Plan überlegt. Na, du hast ja anscheinend, glaube ich, schon richtig gelegen. Also ich habe gedacht, was ist das da? Wenn es Kaffee ist, könnte man das natürlich auch machen. Aber dann wäre es natürlich... Dann werden die Briefmarken auf ewig verloren. Das wollen wir nicht antun, sondern wir wollen einen kurzen Schreck einjagen. Also nehmen wir die Zaubertinte. Ah, okay, das ist Zaubertinte. Okay, die ist halt irgendwie so nach 30 Sekunden wieder... Ich dachte, wir müssen ihn wirklich richtig fertig machen. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Fängt jedes Gespräch fängt damit an, immer gut. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Boah. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Die Briefmarke? Negativen Gefühle. Oh, okay. Können wir bestimmt gebrauchen. Ja, und das Buch, glaube ich, sogar auch, ne? Er hat ihm die Briefmarke geklaut. Ich glaube, er hat seine Briefmarke... Hat er seine Briefmarke geklaut? Ach, immer wieder. Die Zitate sind immer das Beste. Nehmen wir auch das Album mit. Übrigens, ihr solltet auch dranbleiben, denn Simon, du bist nachher dabei beim Chat-Duell, ne? Ja, ich bin beim Chat-Duell dabei. Wem soll ich es wiedergeben? Die letzte Folge, oder? Die letzte Folge, Pause. Bevor es ab nächster Woche 2015 mit dem Chat-Duell jetzt geben wir ihm das Buch wieder, oder was? Und dann wird er wieder smooth, oder was? Da bist du auch bei Zeiten eingeladen, Simon. Ja, okay. Geben wir ihm jetzt sein Buch wieder, oder nicht? Nein. Ich würde nein. Der ist erstmal durch. Der soll schmollen. Ich habe das gemacht. Ich habe das immer gemacht. Echt? Muss man aber nicht. Ja. Gregor? Komm, gib's ihm einfach sonst. Ja. Also nicht. Ich wollte euch jetzt. Nee, wir waren gerade so drauf, dass wir ihm zwar beklauen, aber trotzdem ihm sein Buch wiedergeben. Wir haben ihm ja die Briefmarke. Aber nur die Briefmarke, nicht nur das Album. Das Album. Ja. Hey, Friedensang. Der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann mir verzeihen. Siehst du mal. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Ja, so ging es den meisten Samstagabend auch. Der perverse, sadistische Puppenspieler. Wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Du hast ein anderes Buch in deinem Inventory. Richtig, ein Textbuch. Das gehört in die Vergangenheit. Ja, dann wir haben fast alles erledigt, was man in der Vergangenheit machen kann. Die Briefmarke kannst du gerne auch in die Vergangenheit schicken. Und die Briefmarke, wo haben wir sie denn? Da ist die Briefmarke, ja, die schicken wenn du dabei bist, kannst du die Voicebox in die Zukunft schicken. Den Lachkasten. Den brauchen wir bestimmt für die Mumie, oder? Ja, du kannst die Gabel in die Zukunft schicken. Ja, du bist schon der... Der ist gar nicht so dumm. Knobelmaster. Ja. Ich glaube, das müsste es vorerst mal sein. Ja, ich brauche jetzt aber ein Gebiss. Ja, dann geh doch mal in die Vergangenheit, weil da gibt es eine Möglichkeit, an ein Gebiss zu kommen. Es gibt so viele Gebisse, ist mir gerade aufgefallen in dem Spiel. Es gibt dann die klappernden Zähne, es gibt die von George Washington, die Holzzähne. Und es gibt noch ein Das Pferdegebiss. Das Pferdegebiss. Ah, und das finden wir? Das finden wir im zweiten Stock in dem Haus. Ach, den Baum habt ihr auch schon umgelegt. Opa, da. Mhm. Das ist natürlich, wenn man kein Amerikaner ist, kennt man natürlich diese ganzen historischen Fakten und Geschichten. Ich wusste auch nicht, dass der einen Kirschbaum gefällt hat. Irgendwie so, ja. Und das ist schon interessant, das dann so ein bisschen zu lernen. Siehst du, die sagen auch alle zurückgeben. Ja, ja, ich sehe hier aber gerade was, Gregor. Irgendwie, ich weiß nicht. Was denn? Kannst du lesen? Der ist doch schon lange confirmed. Okay, ich wusste nicht. Ich dachte, du hättest jetzt so eben im Nebensatz so das heimlich... Das nur die Leute, nicht aufpassen. Okay. Nee, stimmt, Nerdquiz ist... Wir könnten noch ein paar andere Bombs droppen, aber das machen wir nicht. Für heute reicht Nerdquiz erstmal, oder? Ja, heute reicht's. Nee, ich dachte jetzt, du hättest das versehentlich. Okay, na dann also ist die Leute, also kann ich auch schon mal Danke sagen, die haben ja auch saumäßig viele Fragen eingeschickt. Da haben wir also einen super großen Fundus. Und es gibt, das werde ich noch nicht verraten, da gibt es schöne Updates. Das ist nämlich ein verbessertes Nerdquiz. Oh, smarter, 2. aggressiver. Ja, gut. Ich fühle mich, als könnte ich. Als könnte ich. Oh, Quizfrage. Oh. Quizfrage, wem gehört dieser Tentakel? Ah, okay. Jetzt kommen wir. Moment. Oh, das war sehr kurz. Kann man das nochmal sehen? Fix. Kann man das nochmal sehen? Kann man das nochmal sehen? Ah, das sagt mir was. Ah!
Okay, der Chat weiß es wahrscheinlich sofort. Ich guck Alvin mal. Guckt so, als würde er es wissen. Alvin ja, weiß. Ach, du hast die Grafik gemacht. Ach so, okay. Ja, das Pferd weicht seine Zähne hier ein. Also. Ich glaube nicht, dass ich das will. Sachen, die ich mir sonst angucke, haben andere Tentakel. Ja. Die wird gleich kommen. Wir lassen den Chat ja mal ein bisschen. Okay, ich habe hier. Babylon 5 Centauri. Babylon 5. Babylon 5. Okay. Es ist ein Penis-Tentakel? Echt? Wie könnt ihr denn sowas hier in dieser Jugendsendung? Ja, echt? Wo ist denn Gebiss rausschlagen? Hoffentlich nicht. Nein, die sind kaufkräftiger. Okay. Hoffentlich doch. Hoffentlich gucken wir Kinder. Vielleicht reden. Die Tentakel-Penisse. Willst du mal zurück in die Zukunft? Ja. So, ich hätte gerne die Zähne, die sind schön. Ja. Von einem Pferd ausgelacht. Wie kannst du dem Pferd die Zähne entlocken? Hast du eventuell was dabei? Schauen wir doch mal. Ja, wir tun so, als würden wir das Gebiss putzen. Okay. Das wäre jetzt nicht meine Idee gewesen. Nicht. Okay. Okay. Was haben wir noch? Einmal mit Seifen, Spaghetti. Natürlich ein Hammer, Alter. Rechtshänderhammer. Oh. Also ich würde dem Pferd halt ohne Wenn und Aber einfach mal die Kauleiste zertrümmern. Einmal mit dem Hammer aufs Pferd. Okay, auf deine Verantwortung hin. Ich will nicht. Aha. Gucken wir mal weiter nach, was ihr habt. Also die Spaghetti, okay. Du machst wahrscheinlich die Spaghetti warm und um die zu essen, nimmt er die Zähne raus. Das wäre jetzt vielleicht noch. Du musst nicht weggehen, um das hier zu erledigen. Ich will. Okay, jetzt kommt die Antwort. Okay. Londo sieht so. Wo hat er denn Tentakel Londo? Also Babylon 5. Ja, okay, ja. Londo haben ja auch ein paar geschrieben, sehe ich gerade. Aber wann haben die denn Tentakel? Ich hätte da eher an die Schatten gedacht. Oder? Naja, egal. Niemand von euch hat Babylon 5 stimmt. Gesehen, oder? Ja, das wäre aber offensichtlich noch ein paar gesehen. Das ist weg. Ich will nicht. Willst du einen Hinweis haben oder probierst du die Items jetzt alle mal durch? Na ja, gut, eins dieser, dieser acht ist es ja. Es kann sehr ermüdend sein, ja, also, wenn man eine Geschichte vorgelesen bekommt. Das stimmt natürlich, weil dann schläft man auch mal gerne mal ein. Ja. Ach so, okay. Vor allem, wenn es trockene Texte sind. Ja. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Oh, ja. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Und jetzt aber pst. Puh. Jetzt geht nicht nur bei Pferd, sondern auch bei Kretschmann, ne? Es ist Einschläfer. Sehr Einschläfer. Irgendwo ist gerade Stefan Kretschmer eingeschlafen. So, und das schicken wir jetzt mal in Zukunft. Genau, das brauchst du einfach nur über das Item-Menü machen. Ja. Nimm die Spaghetti übrigens auch gerne auch mal in die Zukunft. Gerne. Und die Spaghetti. Es war wohl wirklich sein Penis, also das Tentakel. Ja, anscheinend. Ja. Aber dann wechseln wir auch wieder in die Zukunft. Dann kannst du in die Zukunft wechseln, ja. Wunderbar, ne? Weil jetzt können wir das Dings hier bearbeiten. Ja, jetzt schau doch mal, was du für Items hast, womit du die Mumie ein bisschen auftakeln kannst. So, also sie muss ja reden können. Wahrscheinlich. Mhm. Warum sollte er da ein Stück Humor brauchen? Ah, vielleicht jetzt noch nicht, aber man kann sie auf jeden Fall auftaken. Ihr müsst vielleicht aber vorher ein bisschen was anderes überlegen. Wie bekommen wir sie denn nach unten? Die auf Rollschuhen natürlich. Mensch, Gregor. Aber warum sollte ich das machen? Denk doch mal nach. Ja, ich hätte ich gleich drauf kommen können. Also das hätten wir dir auch. So. Spaghetti für die Haare? Habe ich auch schon gedacht. Ein schöner Schubs. Hat nie geschadet. Hebt euch diese Gedanken auf, die braucht ihr noch. Okay. Aber wahrscheinlich müssen wir sie erst runterbringen, oder was? Bart, weg mit dir. Ups. Das ist ja richtig slapstickig. Mhm. Dann gehen wir doch hinterher. Gehen wir mal hinterher. Die Musik ist neu. Es ist mit neuen Instrumenten. Wenn du mit F1 auf die alte wechselst, dann sind die alten MIDI-Klänge da. Ah, okay. Ja, hier. Du hörst es noch? Oh, das wollte ich nicht.
abgefahren. Ja. Ach, die Sounds haben sie auch überarbeitet, ja, oder was? Die haben auch nochmal einen neuen Soundfont oder sowas dran getan. Aber ohne Meckern, ich finde die deutschen Stimmen, ich fand die noch nie perfekt, weil es war ja auch eines der ersten Spiele mit Sprachausgabe. Die hätte man auch nochmal neu, gerne auch mit guten Sprechern nochmal einsprechen können. So viel Mühe hätte man sich geben können. Also, das Tolle ist ja, das habe ich vorhin kurz erwähnt, da werde ich im Retro-Club mal zeigen, die erste Sprachversion von Day of the Tentacle. Weil die, die wir hier haben, die auch als Grundlage benutzt wurde, das war die zweite Synchro von Day of the Tentacle. Oh, ich bin mir gar nicht sicher, welche es gibt eine schlechtere. Naja, die erste Synchro ist die Diskettenversion, die nur für über das Intro rübergeht. Dazu, ja. Aber mal gucken. Nee, wir haben ja doch schon. Na, der Typ da. Ich sollte mir das bis zur Entscheidung aufbewahren. Ja, richtig. Genau. Ihr müsstet erstmal Harold irgendwie aus dem Wettbewerb pegeln, weil der ist viel zu geil für diese Welt. Der mit den blauen Haaren, da? Ja. Okay. Wie könnte man denn ein Tier ausschließen bei einer Hundeshow? Mit einer quietschenden Maus? Ich glaube, das funktioniert eher auf Katzen, ach ja, anstatt stimmt. auf... Bedrohen? Der gefährlichen Gabel wieder. Ihr müsstet, glaube ich, die Tentakel davon überzeugen, dass etwas mit diesem Harold nicht stimmt. Okay. Was habt ihr denn an Sachen dabei, die ihr verwenden könnt? Ah, hi, my name is. Haben die anderen auch alle. Das könnte man jetzt der Mumie vielleicht anbaddeln. Das ist, glaube ich, auch ein guter Gedanke für ein bisschen später. Okay. Das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Ah, super gut. Dann werde ich nach oben zur Show gebracht. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Wer der Typ in der Mitte ist. Okay, dann könnt ihr hoch. Hoch war... Ach, ganz hinten, genau, stimmt, ganz wo die vorhin noch... Die zwei Stockwerke hoch. Die ganzen Gedanken, die ihr hattet, alle super cool. Könnt ihr gleich gerne anwenden. Ihr müsst aber auch immer noch Harold irgendwie aus dem Weg räumen, weil der trotzdem alles überstrahlt. Ist so gut. Okay, ich habe mal diesen Chat kurz mal reingeguckt. Siehst du schon, was da steht? Was der ein oder andere geschrieben hat? Natürlich. Das ist doch fies. Das ist fies, aber... Also, wir hatten am Anfang des Spiels hast du auch eine Brechstange. Ich meine, Tonya Harding hat gezeigt, wie das geht. Aber gut. Okay. Von den Großen lernen. War doch Tonya Harding, oder? Ja. Ja. So. Nancy Kerrigan. Sagt Chat, wir sollen... Das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Oh, Harold. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regel. Ja, Harold. Du bist raus. Nice. Ah, okay, nett. Oh nein, Harold. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Das ist ja stark. Ja, sehr gut. Sehr schön, dass Sie einen als Sprecher genommen haben, der keine englischen Namen aussprechen kann. Harold. Harold. Ja, könnt ihr die Mumie schöner machen jetzt? Natürlich. Natürlich kann man sie schöner machen. Das war eine gute Idee. Ich glaube. Ja, ich freue mich auch. Es war jahrelang mein Windows-Desktop-Hintergrund. Dieses eine bestimmte Bild. Ja, ich weiß, welches du meinst. Das ist mit eines meiner liebsten Rätsel in allen Maniac Mansion-Teilen, von denen es ja nur zwei gibt. Oh, sogar mit Fleisch. Wo die Fleischflüsse herkommen. Und habt ihr noch was? Ja, den Lachkasten. Natürlich. Ne? Eine Sache fehlt euch noch. Eine Sache fehlt da noch. Also ihr habt ein Item, was ihr benutzen könnt. Was könntet ihr denn noch mit der Mumie anstellen? Oh, ich weiß. Tippex, ein bisschen es, ne? Hübsch machen. Ein bisschen was aufmalen. Ach, Augen oder was? Ja. Nein, ich könnte ihn dreckig machen. Okay. Aha. Die quietschende, Dosenöffner. Dosenöffner? Quietschende Spielzeugmaus, knusprig. Vielleicht geht ihr mal einen Schritt weg und schaut euch die Mumie mal an. Das ihr hattet schon relativ gute Ideen bisher. Ja. Okay.
Guck mal, also, könnte so eine Mumie, so wie sie jetzt ausschaut, einen Schönheitswettbewerb gewinnen? Was sieht denn da vielleicht nicht ganz so perfekt aus? Natürlich, wir müssen ja auch noch ein bisschen Dingsen hier kämmen. Ah, okay. Alter Schwede, wie gehst du ab? Sehr gut. Oh, nicht schlecht. Und? Oh, nicht essen. Nein, nicht. Nein. Sie macht es. Sie tut es. Nein. Oh, das ist wie so ein Popelesser. Und guck mal, wie hübsch die Mumie jetzt ist. Jetzt könnt ihr doch zu den Richtern gehen und die mal sagen, hey Richter, bewerte doch mal. Gehen wir zur Jury und sprechen mit der Jury. Ja. Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Boah. Ihr meint, das war witzig. Dann hört mal jetzt zu. Ihr tragt alle in Fies. Ja. Das Grinsen natürlich. Dann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt. Ach, schon gut. Warum haben die denn alle so eine geilen Hüte auf? Warum haben die ein Fest auf? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie verstanden. Wahrscheinlich macht man das so. Ich denke an... Der passt so gut obendrauf wahrscheinlich. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Sie sagen sogar Mumie? Ja, denen ist es egal. Aber Mensch ist Mensch. Ja, okay. Dann könnt ihr auch die anderen Sachen beurteilen lassen. Ich muss an Fred Feuerstein denken. Da hatten sie ja auch diese Wasserbüffel-Vereinigung. Da hatten sie auch so komische Hüte immer auf. Also nicht so. Fäße, aber es ist so Vereinigungsscheiße. Dann nehmen wir uns noch den Essensgutschein. Falscher Knopf. Ach, können wir auch alles andere noch bewerten lassen? Ja. Ach, das... Ja. Ah, okay. Ihr müsst also in allen Teilen erster Platz werden. Oh. Ah, okay. Jetzt müssen wir das Glas zerstören. Aber erstmal müssen wir uns die anderen Preise holen. Also jetzt noch fragen. Schweißrichter. Was sagt denn hier beste Friese? Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Die Dudes labern auch nur über, dann hat sie gesagt. Ja, wie hier. Eigentlich schon, ja. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Dick, voll und saftig, ja, wer ist deine Mom? Das sind die Attribute, bei denen ich auf Haar achte. So. Das beste Lachen. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Alle. Okay. Ach, schon gut. Ach, schon gut. Ach, schon gut, machen wir unsere Arbeit. Entschuldigung, dass wir arbeiten müssen. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ich habe oben nicht mitgelesen, da stand was ganz anderes, ne? Nee, Baltimore Text, ja. Und ja. Okay, okay. Perfekt. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. So. Das macht und jetzt die Mumie zum Gewinner. Das beste Bild aller Zeiten. Jetzt Screenshot machen bitte für Windows-Hintergrund. Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. Sie freut sich. Hast du doch bestimmt als SMS-Klingelton oder so. Aber jetzt den Screenshot, der ist ja natürlich dann um einiges hübscher als der pixelige, was? Ja, das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Ja, aber ich will jetzt diesen Essensgutschein. Ja, aber ich glaube, jetzt müssen tatsächlich die... Doch, da ist er. Da ist der Essensgutschein. Die Tentakel müssen jetzt auch alle weg sein oder noch nicht? Nee, noch nicht. Da ist aber den Essensgutschein brauche ich doch, um den Wächter loszuwerden. Ja. Alter, bist du the brain? Nein, aber es gibt so einzelne Dinge, an die ich mich halt einfach noch erinnere. Ich überlege noch im Kopf wegen Felgenralle, ob ich da jetzt... Oder gleich nun, mit... Ich hasse es, das zu sagen, Sir. Aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Chat hilft mir bestimmt. Felgenralle und irgendwas mit intelligent. Das kriegen wir hin. Aber ich habe da etwas an den Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Finn, ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig.
Aus. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Der Miniaturisator. Ja, du hast einen Essensgutschein. Richtig. Und ich würde jetzt gerne in den Zwinger. Mhm. Weil, was tun Wächter gerne? Frag mich nicht, wie ich drauf komme. Ja. Die notgeilen Tentakelwächter. Okay, das gibt Dralle, ist hier für Dr. Ralle. Was ist jetzt Dralle? Okay, dem verdrehen wir jetzt mal ordentlich den Tentakel. Ja. Im Zweifel ist Tentakel immer richtig. Ja, irgendwie ja. Schon, ne? Da kann man nicht falsch machen. Zellenralle, weil du super. So viele... Abendessen für zwei im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Der hat eine Frau, dieser Fiese. Alter Schwede. So, ja. Schalter. Genau, mit dem Schalter schaltet ihr das Ding aber da das ab. Sieht doch viel mehr aus wie ein Hebel. Nein, benutzt den Schalter, nicht den Hebel. Gibt's nicht, haben wir nicht einen Hebel? Ja, ne? Ach, wir haben noch einen Hebel. Wo ist er? Hebel! Um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sag, sehr ihr gut. Seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Boah, Alter. Wir sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Boah. So, es bringt jetzt im Moment nichts, mit denen zu reden. Und da nehme ich mir auch das Recht heraus, euch das nächste Rätsel zu sagen, weil es ist das Dümmste im Spiel. Das wollte ich vorhin schon machen. Geht raus aus diesem Raum. Sie dürfen betrügen, du nicht. Okay, aber... Ja, Ralle aber wollte das mal da, wieder was stibitzen. Also, das nun schreit ich aus dieser Tür. Boah, jetzt machst du nicht so melodramatisch. Für die meine Vorväter gekämpft haben. Gib auf. So, okay. Dann komplett nach draußen, also durch die linke Tür. Und dann nach jetzt oben. Jetzt müsste hoffentlich ein Kätzchen draußen stehen. Durch die Tür raus. Einfach so, das jetzt spawnt. Na, geh mal nach rechts. Da oh. Ist sie. So. Entschuldigung. Geh auf die andere Seite des Zaunes. Und jetzt denkt mal daran, was ihr gerade gehört habt. Ja, denkt mal dran. Vor was haben Sie Angst? Oh. Ich weiß es nicht mehr. Es waren Löwen. Es waren Tiger. Da war noch etwas. Da war noch etwas. Was war es? Die bemalen wir jetzt hinten den Schwanz weiß. Sehr gut. Bei Schwänzen aber, weiß Bescheid. Ja. Wollte ich gerade sagen, nur mal Schwanz dabei. Schwanz ist, und weiß, das geht immer. Achso, du stehst wahrscheinlich. Oder guck mal, ob entweder von der oder der anderen Seite, ob du es mit dem Zaun verwenden kannst, das Tibex. Dass wir den Zaun anmalen? Hm, frag einfach nicht. Okay. Guck, ob du den Zaun anmalen kannst. Hallo Nils. Hallo Jungs. Guck mal, auch ein Nils. Taucht der auf mit einem Mike. So klappt das. Da. Jetzt drittelt ihr euch einen Mike. Sonst das sollte klappen. Ach, wir gucken nur. Wir wollen einfach. Hast du es jetzt auf den Zaun gemacht, oder was? Ah, okay. Jetzt ist das Stinktier verschwunden aufs Dach. Wie kriegt man das bloß runter? Mit einer Maus. Oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Ich bin halt ob deiner Intelligenz so ja, aber begeistert. Das heißt intellektuell. Also ein kleiner Hintern leckt sich schnell. Mhm. Das bist du auch, ne? Ja. Nee. Schöner Liedtext. Wie, aber hat nicht funktioniert? Ja, aber... Mit ihr? Mit Motel? Besser nicht. Eben. Mit ihr ging auch nicht? Mit der Katze? Ja. Meinst du?
Okay. Okay, ich nehme das Dralle zurück. Wie sie guckt. Sieht aus wie ein Nagetier. Ja, ich wollte sie jetzt eigentlich eher irgendwo laufen lassen. Ja. Das, so. Daran habe ich jetzt gedacht. So, was habt ihr jetzt im Inventory? Wir haben ein Dings und können die Leute wegscheuchen aus dem Zwinger. Geil. Geil. Voll geil. Geradeaus. Geradeaus. Das ist auch gespielt, Nils, ne? Ey, das, ich habe das Spiel rauf und runter gespielt. Ich habe das so geliebt. Das war... ich weiß gar nicht, ob es das erste Spiel war, das erste Adventure, was eine Sprachausgabe hatte, das ich gespielt habe. Weil es hat mich so geflasht. Damals gab es ja nur Indie, Monkey Island. Dann habe ich Death of the Tentacle gezockt und es gab diese Sprachausgabe. Und ey, das hat mich so, ich habe es so geliebt. Und es, die Story, die Charaktere, Zeitreisen, es ist einfach das eines der großartigsten Spiele in meiner persönlichen Timeline. Es ist das Beste, ja, du brauchst nicht unumwunden sagen. Die Charaktere, das dürft ihr nicht. Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude. Genau, brech nicht aus, es ist ausbruchssicher. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was geht's hier? Ey, und der, wenn du genau darüber nachdenkst, das ist diese Looney Tunes, nee, was war das, wo Pepe, das Stinktier, dann die Katze angemalt hat hinten. Ja, sich in sie verliebt hat. Genau, ja, der, die Nummer ist noch mal, ja. Ich denke, das war genug Spaß mit der schade. Katze. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, durch die Uhr zu gehen. Endlich. Wo war die denn jetzt? Einmal links. Rechts runter. Links. Echt? Einmal links und dann unten rechts runter. Ah, okay. Richtig, weil jetzt ist ja der Dingsbums weg. Jetzt ist der Dingsbums weg. Also das ganze Brimborium haben wir gemacht, damit der dumme Typ von der Uhr verschwindet und wir runter können. Steht da echt You Suck? Ach so, You Suck? Okay, nicht schlecht. Habe ich gerade Werbung gehört Zuschuk. Von der Regie? Die Regie ist so leise. Yes, yes. Ja, ist Werbung. Werbung. Dann überlegen wir uns nochmal, was sie mit uns mit You Suck sagen wollen. Einmal noch und dann... Super Sucker. Kennst du den Film? Erzähle ich dir in der Werbung. Super Sucker? Ja. Ja, bitte in der Werbung. Wo bitte, muss bitte. Ich das suchen? So.